Das Oberbergische Land, das den südlichsten Teil des früheren Herzogtums Berg mit den Ämtern Windeck und Steinbach sowie die ehemaligen Herrschaften Homburg und Gimborn-Neustadt umfasst, grenzt an das westfälische Sauerland. Die stark gegliederte, von zahlreichen Bachläufen zertalte Mittelgebirgsregion mit dem Hauptort Gummersbach ist heute zu einem Kreisbezirk zusammengeschlossen. Zeugen der Vergangenheit und Überlieferung haben hier gleichberechtigte Geltung neben den Errungenschaften der neuzeitlichen Entwicklung. Die Kreisstadt ist mit rund 50.000 Einwohnern zu einem modernen Verwaltungs-, Verkehrs- und Einkaufszentrum herangewachsen. Neben einer verhältnismäßig kargen Landwirtschaft, die die leicht geneigten Berghänge als Äcker nutzt, während die waldfreien Täler der Viehversorgung dienen, gab es in der klimatisch rauen Landschaft zur Aufbesserung der Lebensbedingungen immer schon zahlreiche Gewerbe. Unter ihnen hatte die Steinverarbeitung zeitweilig die größte Bedeutung. Einige Straßenbaufirmen und dieser Großsteinbruch im Becketal gehen auf das Ende des vorigen Jahrhunderts zurück. Hier werden in gewaltigen Brecherwerken Schotter und Splitt hergestellt. Transportbänder befördern das zerkleinerte Gestein in die Sortieranlagen. Zur Gewinnung des Rohmaterials mit modernen Abbautechniken hat man den Berg terrassenförmig angeschnitten. Als Vorläufer der Steinindustrie gelten der Erzbergbau und die Hüttenwerke, die sich im waldreichen oberbergischen Land neben den Köhlereien schon im Mittelalter entfalteten. Wegen der Konkurrenz der Steinkohle an der Ruhr mussten die meisten Betriebe in der zweiten Hälfte des vorigen Jahrhunderts schließen, sodass der Nebenerwerb für die kleinbäuerliche Landwirtschaft wegfiel. Einen Ersatz bot die Wanderarbeit. So wurden Nümbrecht durch seine Saisonmaurer ebenso weit bekannt wie Eckenhagen, Denklingen oder Wildberger Hütte durch die Straßenpflasterer. In der Gegend von Gummersbach, wie hier in Erlenhagen, saßen die Steenkühler, die die benötigten Pflastersteine herstellten. In den Steinkuhlen des oberen Aggertals, an der Leppe und am Wielbach, arbeitete um 1900 der größte Teil der männlichen Bevölkerung aus den benachbarten Ortschaften. Die Steinbrüche, die oft mitten im Wald lagen, mussten wegen der schweren Lastfuhren auf gut ausgebauten Wegen erreichbar sein. Man achtete darauf, dass beim Abtransport keine großen Steigungen zu überwinden waren. Die Verladerampen bei den Steinbrüchen waren so angelegt, dass die Pflastersteine von oben in die Pferdefuhrwerke gefüllt werden konnten. Mächtige Kipphalden für die Steinabfälle, die ursprünglich kaum verwertet werden konnten, sind heute noch an vielen Berghängen anzutreffen. Der große Aufschwung setzte 1893 ein, als Gummersbach an der neu eröffneten Eisenbahnlinie Dieringhausen-Meinerzhagen-Brügge eine Verladestation bekam. Beim Ausbau der Städte am Rhein sowie im bergisch-märkischen Industriegebiet während der Gründerjahre wurden überall neue Straßen und feste Verkehrswege angelegt. Da die einheimischen Arbeitskräfte in den Pflastersteinbrüchen bald nicht mehr ausreichten, zog man in großer Zahl Steinhauer vom Westerwald, aus der Pfalz und aus Italien zu. So erlangte die Steinindustrie, an der sich auch auswärtige Großfirmen beteiligten, die führende Rolle im Wirtschaftsleben des oberbergischen Landes. Dies änderte sich erst nach dem letzten Krieg, als man mehr und mehr dazu überging, die Straßen mit einer ebenen Teerdecke zu versehen. Die letzten oberbergischen Pflastersteinhauer, mit denen eine reiche Tradition zu Ende ging, übten ihren Beruf bis Anfang der 70er Jahre aus. In diesem Steinbruch, der mit Feldbahngleis und einer Grubenschmiede zum Herrichten der Steinhauerwerkzeuge ausgerüstet ist, wurde bis 1971/72 gearbeitet.
Er ist charakteristisch für die zahlreichen kleinen, von einheimischen Grundbesitzern angelegten Betriebe. Bei den Hütten vor dem Eingang zum Grubengelände wurden zuletzt Verblendsteine, hammerrechte Mauersteine und Rand- oder Rinnsteine hergestellt. Gleich hinter den Hütten liegt die Schutthalde für den Steinabfall, der in den modernen Anlagen von den Brecherwerken verwertet werden kann. Die zerkleinerten Bruchstücke werden heute in verschiedenen großen Körnungen für den Teerstraßenbau und die Kunststeinindustrie als Rohmaterial gebraucht. Der Weg des Rollwagens zurück in den Steinbruch führt an den Arbeitsplätzen der Pflastersteinhauer vorbei, die als Kipper bezeichnet werden. Der schmale Eingang zur Grube zeigt noch die Stelle, an der man den Felsen unterhalb der Bergkuppe erschloss. Hier wurde das Gestein zunächst freigelegt, um festzustellen, ob ein abbauwürdiges Vorkommen die Arbeit lohnt. Im Inneren, wo die Stößer am Werke sind, die meist auch als Steinbrecher arbeiteten, ist der Berg kesselartig ausgeräumt. Mit Unterstützung der Stadt Gummersbach wurde dieser Steinbruch noch einmal in Betrieb genommen, um die Arbeitsverfahren der oberbergischen Pflastersteinhauer aufzeichnen zu können. Der hängt noch gar nicht so fast wieder aus dem Kopf. Pass auf, pass auf! Kommt gar keiner mehr. Der kann auch noch fallen jetzt. Ja, Willi, da kommen Sie her. Wie guckt denn die Sachen mal? Mit den besten Marken da. Meinst du denn? Naja, die muss da noch etwas runter. Ne? Ja. Und da der Keil unten raus. Ja. Da. Jetzt, Jung. Bei dem Steinmaterial, das sich besonders gut für die Pflastersteinherstellung eignet, handelt es sich um devonische Grauwacke. Der Fels, der in stark zerklüfteten Bänken ansteht, die in mehr oder weniger starkem Neigungswinkel meist von Nordosten nach Südwesten verstreichen, reicht unmittelbar bis unter die dünne Humusschicht des Waldbodens. Die Erde wurde von den Abdeckern oder Räumern während des Winters in Lohnarbeit entfernt. Wo der Fels so leicht zugänglich ist wie hier, kann er mit einfachen Mitteln gewonnen werden. Als Brecherwerkzeug dienen schwere eiserne Brechstangen, die man in die Fugen einsetzt, um die Blöcke zu lösen. Sie gelangen über die abschüssige Rinne unbeschadet auf die Grubensohle. Bei entsprechender Mächtigkeit der Schichten ist es auf diese Weise möglich, gesunde Blöcke von mehreren Kubikmetern zu gewinnen. Aus Sicherheitsgründen muss auch das lockere, als Lei oder Lette bezeichnete Gestein abgeworfen werden, das den Fels in brüchigen Verwitterungsschichten durchzieht. Das Verhältnis zwischen brauchbarem und unbrauchbarem Stein kann in ungünstigen Lagen 30:70 betragen. Das Material aus den wenig mächtigen Schichtungen, das sich nicht zur Herstellung von Pflastersteinen eignet, wurde früher häufig für Platten genutzt. Zur Gewinnung von größeren Steinvorräten wurde der Fels hier schon vor 1900 aus der Wand herausgesprengt.
Das Schwarzpulver war aus den Pulvermühlen des Oberbergischen Landes leicht erreichbar. Um die Sprengschüsse ansetzen zu können, mussten am Rande der Bruchkante mit langen Bohrmeißeln von Hand senkrechte Löcher niedergebracht werden. Auch hierbei kam es darauf an, möglichst große, wenig zertrümmerte Felsblöcke zu gewinnen, was man durch die schiebende Wirkung von tief angesetzten Kesselschüssen erreichte. Die eigentliche Arbeit der Stößer kann beginnen, wenn die losgelösten Blöcke auf der Grubensohle bereit liegen. Da die schweren Steine nicht transportierbar sind, müssen sie in kleinere, handliche Stücke zerteilt werden. Da müssen wir denn jetzt hier rumtun, dass wir von da ein Loch reinmachen hier, ne? Ja. Müssen wir da so rummachen. So. Und dann, wenn wir durch haben, dann auseinander. Wollen wir mal probieren. Ob man es schafft. So, hören wir sehen. Fritz, komm mal nach. Pack mal an hier. Hier wird der Felsbrocken so zurechtgelegt, dass er nach seinem Wachstum aufgespalten werden kann. Ach, gut. So, ist gut. Ah, der bleibt so stehen. So, und dann wird er jetzt durch Lager genommen hier. Ja. Da ist das Lager. Klopp mal drauf, wie er klingt. Oh, wie die da. Ah, die Schüssel, wa? Schalen drauf, du. Ja. Lagerschalen. Ja, das ist auch nicht schlimm. Wir können aber hier durch, dann hat man aber gesund. Sehen Sie, dann den Kutz hier ist das nicht der gute Weg, sag mal. Ja, das ja. Den Kutz und hier ein Loch rein und tun jetzt durch Lager. Gute Weg. Ja. Und dann nochmal auseinander. Lagern, dann werfen wir ihn oben. Und vom Lagern her. Ja. So. Zur Bearbeitung der Grauwacke, die in den besten Lagen härter als Granit ist, bedarf es reicher, langjähriger Erfahrung. Bevor sich die beiden Stößer den Rohblock vornehmen, besprechen sie, wie er am besten angegangen werden kann. Es kommt darauf an, den guten Weg, das heißt, den Verlauf der Schichtungslinien der Ablagerung herauszufinden, in denen der Stein gewachsen ist. Dieses feine innere Gefüge ist bei den Rohblöcken kaum zu erkennen. Wenn der Stein auf dem verkehrten Weg, also gegen das natürliche Wachstum, angegangen wird, zerspringt er willkürlich in unbrauchbare Stücke. Mit Spitzeisen und Fäustel tiefen die Stößer auf der Lagerseite zunächst das Paulloch für den eisernen Keil ein, der den Stein in der Mitte auseinanderzwingen soll. An der braunen Färbung des Aushiebs kann man erkennen, dass der Block von einer Schale umgeben ist. Der als Paul bezeichnete Keil wirkt nicht mit der Schneide, sondern mit seinen Seitenflächen, die durch zwei beigelegte Blechplättchen gleitfähig gemacht werden. Wegen der weichen Schale, die nicht genügend Widerstand bietet, findet der Keil beim Antreiben keinen Halt. Springt raus. Dritte Plättchen dabei. Der 15 Pfund schwere Stößerhammer federt mit dem Keil zurück, der zwischen den Platten sorgfältig neu eingelegt werden muss. So. Wo ist der Keil? So, wo ist das Anbett? Sobald er angezogen hat, wird der Stein mit der Pinne, wie man die Schneide des Stößerhammers nennt, in Spaltrichtung angepinnt. Die Schläge können hier nicht voll zur Wirkung kommen, da sie sich in die weiche Schale eindrücken. Oh. Da ist er. Das ist auch der Grund dafür, dass der Spalt nach unten ausreißt. An den Rändern des auseinandergerissenen, graublauen Steines wird jetzt die braune Bastschale sichtbar. So, dann müssen wir erstmal sehen, mal den. So. Da haben wir die Schaukel. Ja.
In den größeren Steinbrüchen, in denen man schon vor dem Ersten Weltkrieg Kompressoren kannte, hatte man für die Zerteilung der Steinblöcke Presslufthämmer mit keilförmigen Stahlmeißeln. Diese Keilmaschinen lösten die Arbeit mit Handkeil und Spitzeisen ab, das hier vom Grubenschmied neu geschärft wird. Beim Aufteilen von größeren, gelegentlich bis zu 20 und 30 Kubikmeter haltenden Rohblöcken in der alten Spalttechnik muss man mehrere Handkeile setzen, die der Reihe nach angetrieben werden. Auch beim Querteilen verfährt man ähnlich. Im Kerngestein hat das Polloch scharfe Konturen. So, Willi, war mal das Amt hin, ich lebe es rund. So. Wenn nach dem Pinnen der Keil gesetzt und bis auf Zug angetrieben ist, tieft man ihn nicht weiter ein. Damit der Stein nicht schief reißt, wird er nun am Rand mit Hammerschlägen gelockt. Auf den Spaltflächen haben sich die vom Keil ausgehenden Druckwellen abgezeichnet. Die kleineren Stücke können direkt mit der Hammerpinne in scharfem Schnitt gespalten werden. Dabei kommt es auf die Genauigkeit der Schläge an. Die Stößer hören am Klang, wenn der Stein durchgezogen ist und wenn die Lockschläge anzusetzen sind. So. Sie zerteilen die Stücke für die verschiedenen Pflastersteinsorten nach Maß, das mit Handspannen markiert wird. Man unterscheidet den großen Spann bei gespreiztem Daumen mit 18 cm vom kleinen Spann, der mit angelegtem Daumen 12 cm misst. Sind die maßgerechten Stücke zu schwer, werden sie halbiert, sodass hebegerechte Blöcke von etwa 30 Pfund entstehen, die man für die Pflastersteinhauer zurechtlegt. Abspaltungen vom Rand, die nicht rechteckig sind, kommen zum Abfall.
Der Stößerhammer ist mit seiner gestellten, eher stumpfen als scharfen Schneide ein sehr wirkungsvolles Spaltwerkzeug. Die leicht gerundete Schlagfläche auf der anderen Seite wird als dicker Kopf bezeichnet. Wegen seiner Härte, der leichten Spaltbarkeit und den ebenen Schnittflächen eignet sich Grauwacke besonders gut zum Straßenbelag. Das Material, das eine mittlere Druckfestigkeit von 3000 Kilogramm pro Quadratzentimeter hat, lässt sich von erfahrenen Steinhauern in beliebige Quaderformate bringen. Die Saison in den Steinbrüchen begann im Frühjahr, sobald der Frost aus dem Fels herausgezogen war, und reichte bei offenem Wetter bis Weihnachten. Die meisten oberbergischen Steenkühler waren zugleich Kleinlandwirte. Wenn sich auch die Viehhaltung in der Hauptsache auf Hühner, Ziegen und Schweine beschränkte, erwirtschafteten sie einen Teil der Nahrungsmittel auf eigenem Grund und Boden. Dabei lag die Hauptlast der Arbeit bei den Frauen und älteren Leuten. Der Betrieb in den Steinbrüchen, der noch vor dem Krieg im Sommer um 5 Uhr morgens begann und um 16 Uhr endete, ließ während der Ernte genügend Spielraum. So. Was machen wir jetzt hier, Willi? Du am besten mittendurch. Durch die Mitte, mittendurch. Ja, so. Ja. Nimm den, der Schärfe zum Binden. Gegenüber dem Straßenpflaster aus Blaubasalt, das sich durch Abnutzung glättet und das bei Regen schlüpfrig wird, bleibt Grauwacke stets rau und griffig. Die Stößer, die den Pflasterstein hauern oder kippern, durch das Zerkleinern der Rohblöcke zuarbeiten, bilden mit diesen eine Mannschaft. Von der werkgerechten Herrichtung der groben Teilstücke hängen Ergebnis und Stückzahl bei der Feinbearbeitung ab. Waren Stößer und Pflastermacher gut eingespielt, wechselte man die Steinbruchfirma, wenn es sein musste, gemeinsam. Dadurch, dass zwei gute Stößer 3 bis 4 Kipper bedienen können, war der Lohn etwa gleich. Tüchtige Pflastersteinhauer, die in allen Steinkuhlen begehrt waren, verdienten 1925 im Monat um 400 Mark.
liegen klar, die Dinge. Ja, gut. Furchtbar. Ach, da ja, da wollen Sie schlecht. Da unten ist der Bier, den können Sie nochmal pinnen und kloppen. So, da macht, ne? Hier ist die Brocken da rum, da. Ja, würde ich glaube, den nehmen wir so, das gute Weg so, ne? Ja, ja, ja. Hier oben. Mal hier in der Mitte ein Loch rein. Loch hin. Wie es so aussieht, muss das sein. Ja, ja. Ja. Ja, ja, ist gute Weg. Da ein Loch hin, dann ja, ja, ja. Weg damit. Ja, was probiert. Ja. Gib mal das Fäustchen. So. Alte Brücken waren stehen. Oh, prima, ja. Die sind gut. Hast du die denn schon alle auf? Ja, ja, ja. War cool, oh, waren alle drauf. Haust ja wieder drauf heute. Ah, ja. Wenn die Kipper Mangel an vorbereiteten Steinen haben, fordern sie bei den Stößern neues Material an. Ja. Ja, Willi, du könntest auch geben nach dem Parken, ja, ne? Weißt du? Gerade Dinge im Stoh. Ja, ja. Die Blöcke, die hier auf die Lore geladen werden, sind für Pflastersteine der verschiedenen gängigen Formate vorgesehen. Der Wagen kann auf dem Rollbahngleis bis vor die Kipphütten gebracht werden. Bei allen technischen Errungenschaften blieb das Aushauen der Pflastersteine bis zuletzt Handarbeit. In den Großbetrieben waren zur Blütezeit des Gewerbes oft bis zu 50 Kippern beschäftigt, die ihre Hütten in langer Reihe nebeneinander errichtet hatten. Hier sind drei Pflastersteinhauer am Werk. Komm, Willi, wir können so weiterfahren. Die Kipphütten oder Kippbuden stehen unmittelbar am Rande der steil abfallenden Schutthalde. Sie sind aus Brettern zusammengesetzt und bilden ein vorne und hinten offenes Spitzdach, das Schutz vor der Witterung gibt. Ein strohgefüllter Sack dient als Sitzgelegenheit am Boden. Die Arbeit wird auf dem weichen Erdreich zwischen den ausgestreckten Beinen verrichtet. Bei den fertiggestellten Steinwürfeln handelt es sich um Kleinpflaster. Die Steine, deren Kopffläche 8x10 beträgt, werden als 18er bezeichnet. Da sie einen Pflasterverband von geringer Reihenbreite ergeben, waren sie seit Aufkommen des Autoverkehrs sehr beliebt. Um beim Aushauen der Pflastersteinwürfel die passenden Flächen und Winkel feststellen zu können, wenden die Kipper die grob vorgerichteten Blöcke hin und her. Dabei bringen sie die Steine in die richtige Größe.
Als Arbeitsgerät dient der Kipphammer. Er sieht aus wie ein Fäustel, hat aber an beiden Schlagenden zwei parallel zum Stiel verlaufende, gehärtete und geschärfte Schnittkanten. Damit werden die Steine auf Maß gebracht und die Ränder begradigt. Die Schlagtechnik ist die gleiche wie bei den Stößern. Wenn der Block mit der scharfen Hammerkante angepinnt ist, wird er gedreht und von der anderen Seite geteilt. Meist gelingt dies mit einem Schlag. Augenmaß und Treffsicherheit bei der Führung des Kipphammers sind Voraussetzung für die Maßarbeit der Pflastersteinhauer. Damit der Arbeitsplatz frei bleibt, werden die nicht mehr verwendbaren Abhiebe die Halde hinabgeworfen. Kleinpflaster, das auch in den Formaten 7x9 und 10x12 hergestellt wurde, diente hauptsächlich zur Befestigung von Zufahrten, Hauseingängen und von Straßen mit geringer Belastung. An der nächsten Hütte werden Großpflastersteine mit dem Kopfmaß 13x20 gemacht. Sie gingen als Brümmer hauptsächlich nach Holland, wo man den Oberbau der Hafenstraßen hiermit herrichtete. Wenn sich die Kipper nach mehrstündiger Arbeit erheben, kann man feststellen, dass die körperlich sonst nicht besonders schwere Tätigkeit kreuzlahm macht. Bei der Auswahl des benötigten Steinmaterials werden die passenden Blöcke zurechtgehauen. Dann wird er nicht ruhig. Ja, wenn du besser kannst, dann ich. Ja, der ruhig weg. Ja. Wenn der Schmied seine Arbeiten am Feuer erledigt hat, hilft er bei den Kippern aus. Mit den Hämmern, die er zu schärfen und zu verstählen hat, weiß er umzugehen wie ein Pflastersteinhauer. Da hast du was. Da musst du mir ein bisschen neu rein. Kein Kass. Ja. Unter den rund 2 Dutzend Pflastersteinformaten sind die würfligen Mosaiksteine zwischen 3x5 und 4x6 cm die kleinsten. Sie werden hier Musiksteine genannt. Man braucht sie für Trottoirs und zur Anlage von schmuckvollen Pflastermustern auf Märkten und Plätzen. Thank you.
Die Kipper waren in der Regel nicht auf bestimmte Sorten spezialisiert. Sie richteten sich nach den Bestellungen. Ausgefallene Formate, die nicht alle Tage unterkamen, wurden gelegentlich in ihren Maßen überprüft. Zu den gängigen Pflastersteinen gehörten die sogenannten Kölschen, die für den Straßenausbau in Köln und Umgebung geliefert wurden, oder die Dicken, die in großen Mengen nach Hamburg oder ins Ruhrgebiet gingen. Zu einer durchgreifenden Normung der Sorten ist es kaum gekommen, da viele Abnehmer sich nach den landschaftsüblichen Maßen richteten. Im Rheinland wirkte sich die preußische Provinzialordnung, die den Straßenbau auf die Verwaltung der Städte, Landkreise und der Provinz übertrug, gegen eine Vereinheitlichung aus. Die Herstellung von Kleinschlag und Schotter aus den Steinabfällen hat sich in den kleinen, entlegenen Pflastersteinbrüchen wegen der geringen Preise nie recht gelohnt. Dieses Nebenprodukt wurde gelegentlich für den eigenen Bedarf angefertigt, wenn zum Beispiel der Fuhrweg für die Steinwagen herzurichten war. Die größeren Steinbrocken werden zunächst mit dem schweren Stößerhammer zertrümmert. Zur weiteren Zerkleinerung in eckige, gleich große Bruchstücke benutzt man den langstieligen Klopfhammer. Bevor man beim Eisenbahnbau dazu überging, die Gleise in solchen Kleinschlag einzubetten, wurden die Schotterstraßen mit diesem Material aufgeschüttet, das man mit Walzen verdichtete. Da man zerkleinertes Gestein für viele Zwecke in großen Mengen benötigte, lohnte sich bald der Maschineneinsatz. Der letzte Steinbruch im Gummersbacher Gebiet spezialisierte sich ganz auf die Produktion. An der letzten Kipphütte werden 12 18er gemacht, die zum Großpflaster gehören, das man für stark belastete Straßen brauchte. Sie gingen früher bevorzugt nach Wuppertal und Remscheid. Mit der verhältnismäßig großen Setzfläche und einer Kantenhöhe von Kopf bis Fuß von mindestens 15 cm bieten sie in der Straßendecke ausreichend Widerstand. Verkehrswege, die mit solchen Steinen gepflastert waren, verursachten kaum Instandsetzungskosten.
Während das Kleinpflaster bei der Löhnung und beim Verkauf nach Kubikmetern berechnet wurde, gingen die großen Steine aufs Stück. Das wird ein kleines Pöckelchen droppen. Ja, da haben sich doch Pferde aber hochdroppen. Ja, Pferde droppen. Ja, stimmt das? Stimmt genau. Für die Feststellung der Menge war der Abzähler zuständig, der auch die Maßhaltigkeit der Steine überprüfte. Die Straßenbauverwaltungen der öffentlichen Behörden hielten es hiermit sehr genau. In den Kipphütten haben auch die persönlichen Utensilien der Pflastersteinhauer ihren Platz. Jeder von ihnen hat mehrere Kipphämmer im Gebrauch. Ein Hammer, dessen Schneidekanten stumpf sind, wird ausgestielt und durch einen frisch geschärften ersetzt. Das unbrauchbare Hammereisen wird an den Schmied übergeben, der für die Instandhaltung der Werkzeuge zu sorgen hat. Die Werkstatt ist mit allem erforderlichen Gerät ausgerüstet. Eine transportable Feldschmiede mit pedalgetriebenem Gebläse erzeugt so viel Hitze, dass eine Seite des Kipphammers blassglühend gemacht werden kann. Die Kunst des Grubenschmiedes besteht darin, das Eisen so stark zu erwärmen, dass es geschmiedet werden kann, ohne seine Härte zu verlieren. Es darf sich unter den Hammerschlägen auf dem Amboss nicht verformen. Die Schneidekanten des vierkantigen Kopfes müssen von den Seiten und von oben so lange mit Hammerschlägen bearbeitet werden, bis sie scharf hervorstehen. Dabei wird die Fläche in der Mitte leicht eingetieft. Das Ausschmieden bewirkt hier in erster Linie eine Verdichtung des Materials. Jeder Kopf wird in zwei Hitzen bearbeitet. Hierzu bringt der Schmied den Kipphammer wieder in die Glut des Kohlenfeuers. Die Grubenschmiede wird von den Pflastersteinhauern auch als Aufenthaltsraum, zum Beispiel bei den Mahlzeiten oder bei schlechtem Wetter, benutzt. Darum sind an den Wänden Bänke aufgestellt.
Die schweren Stößerhämmer, die mehr durch die Wucht des Schlages als durch die Schärfe der Pinne wirken, bedürfen keiner derartig intensiven Bearbeitung. Wie die Spitzeisen, die Brechstangen und die Keile müssen auch sie in regelmäßigen Abständen hergerichtet werden. Ein Grubenschmied, der früher in einem mittleren Steinbruch mit 20 bis 30 Pflastersteinhauern beschäftigt war, hatte vollauf zu tun. Wenn er sein Handwerk nicht verstand, machte sich dies an der Arbeitsleistung der Kipper bemerkbar. Als Härtemittel dient abgestandenes Regenwasser ohne jede weitere Beimischung. Wenn das Eisen genügend abgekühlt ist, was sich an seiner bläulichen Farbe zeigt, kann das andere Ende des Kipphammers ins Feuer gebracht werden. Inzwischen hat es zu regnen begonnen. Die Stößer im Steinbruch lassen sich hiervon nicht beeinträchtigen, da sie die nassen Steine nur gelegentlich mit den Händen zu fassen brauchen. In den Gleisen vor den Arbeitsplätzen der Pflastersteinhauer stehen Pfützen und der Himmel über dem Gummersbacher Tal ist grau verhangen. Ja, so, verdeck nochmal, wieso und wer kann man noch immer haben, wa? Ja, ja. Da will auch in die Bude sehen. Ja, auch gut. Ja, sicher da. Na, in der Bude ist es besser, als wenn es in die Bude sind. Ja, ja, sicher, Gott sei Dank. Ist klar. Bei dieser Witterung, die im niederschlagsreichen oberbergischen Land nicht selten ist, bewähren sich die Kipphütten. Ah, jetzt läuft Rehl. Die Pflastersteinhauer ziehen sich mit ihren Sitzpolstern unter das schützende Dach zurück, sodass die Arbeit wegen des aufgeweichten Bodens nicht unterbrochen werden muss. Damit der Kipphammer beim Behauen der Pflastersteinwürfel akkurat geführt werden kann, hält man die Handflächen trocken.
Diese Beobachtungen schließen die Darstellung eines Gewerbes, das 100 Jahre lang Menschen und Leben im oberbergischen Land geformt hat. Die Zeit der Stehenkühler, die im Straßenbau weit über das Rheinland hinaus einen guten Ruf hatten, ist im Zuge neuer Techniken zu Ende gegangen.